Willkommen hier bei Playfreak 17 und hier seid ihr genau richtig in der Simulatorenwelt von heute mal Sprengmeister in der Demo-Version, wie ihr bekanntlich wisst. Wir starten die Karriere und Autobahnbrücke, die da. Wir haben in den letzten Folgen hier die Strommasten gemacht, wisst ihr ja, habt ihr ja gesehen. Und heute begeben wir uns mit der Autobahnbrücke. So, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Ja. Gucken wir uns erst das Ganze mal an. So, wir haben eigentlich einen riesen Betonmast hier. Und das ist alles sehr stabil. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie wir das ganze Ding sprengen, weil wir haben nur viermal den Sprengstoff A, zweimal Sprengstoff B und einmal Sprengstoff C. Was wie wo das jetzt bedeuten soll, das fragt mich mal was Leichteres. Wir müssen mindestens 50% des der Brücke sprengen. Ich habe aber jetzt irgendwie noch gar keinen Plan, wie ich dies verrichten soll. Fangen wir einfach mal an, machen wir da eins hin. Da eins hin. So, dann machen wir mal hier noch eins hin und da eins hin. Besser. Kreis 2 machen wir mal um 2 Sekunden. Sekunden, das ist eigentlich zu viel. Machen wir mal eine Sekunde und 1,5 Sekunden. Würde ich jetzt mal so behaupten, denn wir müssen ja das alles hier irgendwie auf einmal wegbekommen. So, weil wenn ich jetzt nochmal sprengen, würde das nicht funktionieren. Wir hätten dann zwar nochmal versucht, das weiter zu machen, aber ja, das wird uns jetzt nicht viel nützen. So, dann rennen wir mal kurz darunter. Und ich finde die Bäume eigentlich alles sehr schön gemacht. So der Hintergrund hier so mit Felsen. Trotz, dass es eine Demo ist. Also ich finde das eigentlich sehr schön. Das auch. Gut, ich meine, wir sind jetzt hier in einer nicht schönen Situation. Denn hier ringsrum ist ja nichts. Heißt, wir sind irgendwo in die Landschaft gespammt worden mit so einem Zahn hier drumherum. So, dann würde ich sagen, machen wir den hier unten hin und den anderen auch da unten hin. Und den C. Was ist denn jetzt schon wieder? Immer mal das. So, und C, den würde ich dahin machen. So, seid ihr bereit zum Sprengen? Leute, ich wäre soweit. Speichern der Mission. Was ist das? Probieren wir es mal aus. Zünden wir es mal. 4, 3, 2 und 1 und... Das war mir jetzt wieder klar, ja. Dass das Ding steht und wir wieder 35% haben. Dass das Ding da hinten noch steht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch. Nützt nichts, müssen wir neu starten. So, ihr habt ja gerade gesehen, wie das läuft. Dann machen wir jetzt da eins hin, hier eins hin, ganz da hinten eins hin. Und da das ja hier sowieso komplett gesprengt wird, würden wir uns sagen, hebt man das andere uns auf für hier hinten.
und setzen den gleich daneben hin. Den B machen wir hier. Moment mal. Machen wir da zwei hin und den C. Das wird doch nicht irgendwie C. Da steht das Ding ja hier noch. Einfach ausprobieren. 1 und bum bum. Toll. Ey, die Dinger kriegst du echt nicht kaputt. Ich habe jetzt eine andere Idee. Wir machen... Da zwei. Den C nehmen wir für... Da und... Ups. Und B... Naja. Das wird doch jetzt wieder nicht. Da und hier. Mal sprengen, mal sehen, wie das jetzt ist. Das gibt's doch nicht. Der ist jetzt da hinten weg. Oh, es stehen die zwei Türme da und haben nur 29%. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Leute. Ich kann mir nicht helfen. Ich komme hier absolut nicht weiter. Müssen wir mal kurz lesen. Dies eine kleine größere Trasse, müssen wir im Weg freigemacht werden. Schauen wir mal kurz so hin. Sprengstoff A. Würde ich mal meinen, machen wir da mal einen hin. Da ein. Ey, das wusste ich gar nicht, dass wir da nochmal drauf drücken können. Und jetzt hier einen hin und da einen hin. So, jetzt den B. Da müssen wir nur das obere, den oberen Teil wegsprengen. Es kann natürlich auch sein, dass wir nur den oberen Teil, die obere Schicht wegbämsen müssen. Probieren wir es einfach mal aus. Das legen wir da hin. Wusste ich gar nicht, dass wir das so hin und her wechseln können. Nächste Leute, immer mal alles ausprobieren und schauen. Vielleicht findet man da noch was. Und den machen wir hier rein. Toll. Jetzt ist da an der Hauswand dran. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut, egal. Ja. Probieren wir es erstmal aus, mal sehen, wie das jetzt wird. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Hat jetzt ja so gut wie gar nichts gebracht. Größter Teil davon steht immer noch. Müssen wir resetten. Also ich habe echt keinen Plan. Ich probiere das jetzt noch einmal und dann müsst ihr mir helfen mal, Leute. Warte mal, wir machen das jetzt mal C. Kommt jetzt mal hier hin. Scheiße. B.
da und dahin und A, da, da, da. Da. Bring. Ah, ah, ah. Wir hatten jetzt 43%. 43% und es ist fast alles gesprengt. Wird wahrscheinlich doch so sein, dass wir das hier alles obenrum nur sprengen müssen. Einmal probieren wir noch und dann, ja. So. Machen wir das jetzt fast so ähnlich. Also müssen wir gar nicht hier die Betonmasten sprengen. Gut zu wissen. Würde ich jetzt sagen, machen wir es ganz anders. Nehmen wir den C für jetzt hier. Die B machen wir hier hin. Und dahin den... Und A, Damm, 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 Damm. So. Ich habe natürlich jetzt den C jetzt hier verwenden müssen. Genau, das Falsche rausgekommen. Ich habe jetzt echt keine Nerven mehr. Ihr müsst mir da mal helfen, sonst wird die Folge auch wieder zu lang. Wie habt ihr einen Plan, wie wir das sprengen können? Wie? Ihr habt ja gesehen, wie was ich jetzt gemacht habe. Es kann zum größten Teil sein, dass nur der obere Teil hier komplett weg muss und die Betondinger hier stehen bleiben müssen. Das kann ich aber so jetzt leider nicht sagen, ob das jetzt hundertprozentig ist, aber ihr seht es anhand oben der 39% und eben an der 34%. 43, dass es so wahrscheinlich sein wird. Schreibt mir mal noch die Kommentare, was ihr jetzt dazu meint, wie ich es sprengen soll, wie ich es machen soll, dass wir hier in der Mission weiterkommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen erstmal an dieser Stelle. Und vergesst nicht, mir ein Däumchen und einen Kommentar zu hinterlassen, wie wir das hier sprengen sollen. Macht's gut, Leute. Tschüss.